So, wir ziehen uns das Video jetzt hier rein. Wissenswert. 8 echte Menschen mit einzigartigen Krankheiten. Also wirklich Krankheiten, die gefühlt nur diese Menschen haben. Ich habe ja auch eine Hautkrankheit, die 5% in Deutschland haben, was auch nicht viel ist, ne? Meine Schuppenflechte, die haben 5% in Deutschland diese Hautkrankheit. Man sieht die auch jetzt wieder ein bisschen mehr leider, durch den ganzen Stress, den ich hatte und so. Ich muss auch noch ein bisschen eincremen. So sieht ihr hier komplett, der ganze Arm full. Seht ihr das? Diese ganzen Flecken hier? Katastrophe, Alter. Katastrophe. Habe ich auch im Körper überall. Kommt und geht, ne? Kommt und geht. Zyklus ähnlich wie bei Benjamin Button oder die nächtliche Verwandlung vom Menschen zum Werwolf. Ach, das wird schon, Leute. Ich habe das schon seit fast 10 Jahren. Das seit fast 10 Jahren. Und für manche der Beginn in den Eiern ist das zum Glück nicht. Ist für andere wiederum bittere Realität. Alter, was ist das denn? Denn wir zeigen euch 8 echte Menschen mit einzigartigen Krankheiten, die ebenfalls Potenzial für Hollywood. Oder was ist das denn? Hätten. Mit dabei ist eine Frau, die ohne jegliche Regung ihre Hand auf eine heiße Herdplatte legen kann. Was? Oder aber eine Teenagerin, für die ein Besuch im Supermarkt sogar tödlich enden könnte. Es wird also spannend. Ach, Scheiße, und gleichzeitig Alter. Einzigartig. Nee, am Sibi habe ich das nicht, Leute. Alles gut. Hier bei Wissenswert. Nicht. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was die absurdeste Krankheit ist, von der ihr jemals gehört habt. Wir sind gespannt. Wir haben uns ja einmal auch dieses eine Video von Leroy reingezogen, der eine, der nichts mehr sehen konnte, der hat auch eine schlimme Krankheit gehabt. Ist schon schlimm, wenn man sowas sieht, dann ist man wirklich froh, dass man gesund ist. Ich bin ja für mich gesund so. Ich habe die Scheiße ist halt von außen halt, klar, von innen kann es auch kommen, aber ja, das ist harmlos im Gegensatz Nummer zu das, definitiv. Und 2 Brüdern aus Pakistan, die eine ziemlich unglaubliche und außergewöhnliche Krankheitsgeschichte haben. Denn tatsächlich sehen die Jungs zwar auf den ersten Blick aus wie ganz normale Kinder, doch sobald die Sonne untergeht, kommt es bei dem 13-jährigen Shoaib Ahmed und dem 9-jährigen Abdul Rashid zu Lähmungserscheinungen, wobei die Jungs sich nicht mal mehr bewegen und nicht einmal mehr sprechen können. Pünktlich zum Sonnenaufgang Alter. Erlangen die Kinder dann aber all ihre Fähigkeiten wieder zurück. Was? Und sind wieder völlig gesund und normal, als wäre rein gar nichts gewesen. Was zur Hölle? Tatsächlich gibt es in der Familiengeschichte der beiden Jungs bereits ähnliche Fälle. Denn auch 2 weitere Brüder konnten sich ebenso mit dem Untergang der Sonne nicht mehr bewegen oder sprechen. Allerdings sind Wie krank ist das denn, wenn die Sonne untergeht, auf einmal bist du gelähmt? Hab ich noch nie bereits gehört. Im Kindesalter verstorben. Dabei liegt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Brüder gerade wegen ihrer außergewöhnlichen Krankheit so früh von der Familie gegangen sind. Um ihren noch lebenden Kindern ein längeres Leben zu ermöglichen, haben die Eltern von Shoaib und Abdul deswegen Mediziner aufgesucht, die über 300 Tests mit den sogenannten Solar Kids durchgeführt haben. Allerdings blieben alle Versuche komplett erfolglos, sodass es aktuell keine Heilungschancen für die beiden Brüder gibt und sie weiterhin jeden Tag aufs Neue zum Abend in ihre Starre verfallen. Kommen wir. Oh, das ist krank, das habe ich ja noch nie gehört. Wie krank ist das denn? Einfach, wenn die Sonne untergeht, sind die gelähmt, ey. Ja, meine Hautkrankheit ist leider erbbar. Ist leider erbbar. Also, das heißt, wenn ich irgendwann Kinder habe, die haben das in sich auch drin und können es auch bekommen. Ist nicht muss, dass sie es bekommen, aber es ist quasi da, dass die das auch bekommen können mit der Haut. Ja, ist leider so. Bei mir in der Familie hatte das, glaube ich, keiner gehabt. Ich habe bis zu meinem Opa weiß ich, dass das keiner hatte. Aber kann sein, dass mein Uropa das zum Beispiel hatte, was ich nicht weiß, ne? Nun zu diesem außergewöhnlichen Mädchen und ihrer einzigartigen Krankheit. Denn tatsächlich ist Sari Rezita Arianti aus Indonesien entgegen den augenscheinlichen Vermutungen bereits 1993 geboren und damit schon 29 Jahre alt. Die äußerst kindlich aussehende Erwachsene dachte, die ist, jetzt so ist 11 nicht nur oder sehr so. Klein und wiegt gerade mal 20 Kilo, sondern agiert und spricht, als wäre sie auf dem Stand eines Kleinkindes. Dabei schien bis zu ihrem 2. Lebensjahr alles völlig normal zu sein. Jedoch bemerkte Saris Mutter Suryani, dass ihre Tochter nicht wie andere Kinder anfing zu sprechen oder versuchte zu laufen, sondern einfach im Entwicklungsstadium eines Babys stehen blieb. Welche Krankheit Sari aus Indonesien genau hat, bleibt den Ärzten allerdings ein absolutes Rätsel. Sie gehen allerdings davon aus, dass der Ursprung auf eine Art Hormonmangel zurückzuführen ist. Weiter geht's mit Nummer 6 Schlimm, und einem echt schlimm. Beeindruckenden Teenager aus Indien. Denn Lalit Patidar hat das sogenannte Werwolf-Syndrom, Werwolf, was ist das denn? Durch ihm an ziemlich untypischen Stellen sehr lange Haare wachsen. Besonders auffällig ist dabei seine Behaarung im Gesicht. Bruder, was ist das denn? Alter. Ihn eher wie ein Werwolf als einen Menschen aussehen lässt.
Tatsächlich ist das vererbte Syndrom, das fachlich Hypertrichose genannt wird, nicht heilbar. Das bedeutet, dass sich Betroffene zwar Laserbehandlungen unterziehen können, um die Haare zu entfernen, jedoch wachsen diese wieder in voller Länge nach. Der Junge leidet deswegen oft unter seiner Behaarung, die ihm auch das Sehen und Atmen erschwert. Doch Lalit lässt sich nicht unterkriegen. Ey, wie krank ist das bitte? Man denkt einfach, das ist so eine Maske oder sowas, so wie Chewbacca-Maske oder sowas. Oder es ist einfach komplett, es kommt einfach aus seinem Gesicht. Habe ich auch noch nie gesehen, Alter. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das, obwohl er oft gehänselt wird und sogar schon mit Steinen beworfen wurde. Was allerdings sind das für Hunde, hat Lalit, der mittlerweile eine richtige virtuelle Fangemeinde hat, einen großen Traum. Er will der erste Werwolf-Polizist werden, um Diebe und Verbrecher zu jagen. Außerdem will er mit seinem Gehalt seine Familie finanziell unterstützen. Auf Nummer 5 ist Mandy Seller aus England, die eine so einzigartige Krankheit hat, dass sie unter 7 Milliarden Menschen die wirklich einzige Person mit dieser Krankheit auf der ganzen Welt ist. Deswegen haben sich Mediziner dazu entschieden, die außergewöhnliche Krankheit direkt nach ihr zu benennen. Denn das sogenannte Seller-Syndrom ist ein Gendefekt, bei dem im Gegensatz zum Rest des Körpers die Beine einfach nicht aufhören wollen zu wachsen. Tatsächlich haben Mandys Beine dadurch ein Alleingewicht von über 100 Kilo erreicht. Die Beine wurden sogar so massiv und zur Belastung für Mandy, dass Ärzte ihr ein Bein amputieren mussten. Wegen ihrer wirklich überdimensionalen Beine ist es Mandy deshalb nicht möglich zu laufen, weswegen sie auf einen Rollstuhl mit besonderer Belastbarkeit angewiesen ist. Ärzte versuchen aber mittels einer DNA-Behandlung dieses unaufhörliche Wachstum zu stoppen, um Mandy ein halbwegs normales Leben zu ermöglichen. Kommen wir nun zur Nummer 4 und damit dem Australier Dean Clifford, der Mann mit der wohl zerbrechlichsten Haut der Welt. Alter, was ist denn mit seinen Augen? Das ist wirklich krank, Alter. Ehrlich. Denn vor 38 Jahren wurde Dean mit der sogenannten Schmetterlingshaut geboren. Tatsächlich haben Menschen, die mit der sogenannten Epidermolysis bullosa geboren werden, eine extrem empfindliche Haut, die vergleichbar mit der Zerbrechlichkeit eines Schmetterlingsflügels ist. Dadurch führt bereits die kleinste Berührung zu schmerzlichen Wunden oder Blasenbildungen. Außerdem wird Kindern, die damit geboren werden, nur eine Lebenserwartung von gerade mal 2 bis 3 Jahren vorausgesagt. Doch Dean ist eine echte Kämpfernatur, denn mit seinen 38 Jahren gilt er als der älteste Überlebende der erblich bedingten Krankheit. Dabei führt Dean ein echtes Leben im Risiko. So übt er einen Sport aus, bei dem er sich täglich ziemlichen Gefahren aussetzt, indem er Gewichte bis zu 150 Kilo stemmt. Um seine Leidenschaft ausüben zu können, braucht er dafür jeden Morgen bis zu 3 Stunden, um seine Arme zu bandagieren und seine Wunden ordentlich zu versorgen. Und weil er für viele Menschen so inspirierend ist, hält Dean mittlerweile hauptberuflich Motivationsreden vor Schülern und Studenten. Als nächstes haben wir das OnlyFans-Model Evelyn Miller aus Queensland, die einen äußerst ungewöhnlichen Körperbau hat. Tatsächlich leidet die 31-jährige Australierin an Uterus Didelphys, was bedeutet, dass sie 2 komplett ausgebildete weibliche Geschlechtsteile inklusive 2 Gebärmütter hat. Dabei sind beide davon vollständig funktionsfähig und unabhängig voneinander. Dadurch kann Evelyn übrigens noch krasser als andere Menschen ihren Job in der Erotikbranche von ihrem Privatleben trennen. Denn tatsächlich nutzt sie ein Geschlechtsteil für ihren Beruf und den anderen für ihren Verlobten Tom. Doch es kommt... Was? Habe ich das gerade richtig gehört? Also die macht Pornos und nimmt quasi das eine Loch für die Leute, mit denen die dreht, und das andere... Für ihren Mann? Was zur Hölle, Alter? Noch unglaublicher. Tatsächlich ist Evelyn seit einem halben Jahr frischgebackene Mutter eines gesunden Sohnes und erwartet schon bald mittels ihrer anderen Gebärmutter ein weiteres Kind. Im Gegensatz zu ihrem ersten Baby wird ihr 2. Säugling allerdings durch einen Kaiserschnitt geholt werden müssen. Auf Nummer 2 ist die 17-jährige Martina aus Maine in den USA. Nein, ist auch nicht lustig, aber es ist ja auch irgendwie krank, Digga. Also klar, ist natürlich schlimm. Also der wurde jetzt nicht gesagt, dass das schlimm ist. Sie kann ja ganz normal ihre Kinder zur Welt bringen und so. Das wäre einfach so, wenn wir jetzt, irgendeiner von uns hat 2 Penisse, so nach dem Motto. So, und die sind trotzdem
benutzbar. Und das wäre so nach dem Motto, den einen nutze ich für meine Frau und den anderen nutze ich für meinen Job so. Tatsächlich war die Teenagerin bis zu ihrem 13. Lebensjahr völlig normal. Doch plötzlich änderte sich ihr Leben schlagartig. Denn Martina entwickelte mit einem Mal eine Allergie auf Gerüche. Dabei geht es nicht nur um Gerüche von speziellen Dingen, wie zum Beispiel einer bestimmten Blumensorte. Nein, Martina ist tatsächlich gegen jeden Geruch, den es auf der Welt gibt, allergisch. Was? Dabei können die Reaktionen auf die Gerüche ganz unterschiedlich sein. So beginnen die allergischen Reaktionen mit Ausschlägen und Juckreiz, können aber auch bei extrem starken Gerüchen bis zum Tod führen. So ist es Martina nicht möglich, wie ganz gewöhnliche Teenager einfach so in einen Supermarkt zu gehen, sondern sie muss eine spezielle Maske tragen, die Gerüche absorbiert. Allerdings funktioniert auch das nicht so gut, weswegen sie auf solche Ausflüge mittlerweile ganz verzichtet. Außerdem muss auch die Familie im Haus bestimmte Vorkehrungen treffen, um das Leben ihrer Tochter nicht zu gefährden. Das bedeutet, kochen geht nur bei offener Tür, weil auch diese Dämpfe pures Gift für die 17-Jährige sind. Auch Besucher dürfen, bevor sie zu Martina wollen, kein starkes Parfüm benutzen oder zu stark riechende Lebensmittel gegessen haben, da sonst auch das einen anaphylaktischen Schock bei Martina auslösen könnte. Hart, die offene und fröhliche Teenagerin hält sich deswegen fast nur noch in ihrem Zimmer auf. Zusätzlich muss sie jeden Tag Medikamente nehmen, um die Symptome, die sich allerdings ständig ändern, wenigstens etwas einzudämmen. Eine Heilung gibt es tatsächlich noch nicht für ihre seltene Allergie. Kommen wir nun zur Nummer 1 und einer auf... Krass, was es alles gibt, Leute, ne? Das ist unglaublich. Den ersten Blick gewöhnlichen Frau aus den USA mit einer äußerst ungewöhnlichen Eigenschaft. Die 23-jährige Ashlyn Blockers spürt tatsächlich absolut keinen Schmerz. Was so absurd klingt, war besonders für die Eltern von Ashlyn eine echte Zerreißprobe. Da Ashlyn selbst nicht merkt, ob sie sich verletzt hat, musste das Ehepaar besonders viel Acht auf ihr Kind geben und sie ständig kontrollieren, ob sie sich nicht doch irgendwo verletzt hat. So weinte sie als Baby nicht einmal mehr, wenn sie hungrig war, oder machte sich auch nicht bemerkbar, wenn ihre Windeln voll waren. Tatsächlich ist Ashlyns absolute Schmerzunempfindlichkeit auf eine Genmutation zurückzuführen, die sehr dominant weitergegeben wird, wodurch sie wahrscheinlich auch an ihre Kinder die Schmerzlosigkeit vererben wird. Das beweist nämlich eine absolut schmerzlose Familie aus der Toskana. So hat nämlich Großmutter Maria Domenica Marsili die Schmerzlosigkeit an ihre beiden Töchter weitergegeben und die wiederum an ihre Kinder. Eine befreundete Ärztin entdeckte diese besondere Eigenschaft der Familie Marsili und forscht gerade an der Mutation, um vielleicht in Zukunft ein wirklich nützliches Medikament für Schmerzpatienten zu entwickeln. Und das war's auch schon mit 8 echten Menschen mit einzigartigen Krankheiten. Ja, okay, das ist aber von den Krankheiten, die wir gesehen haben, jetzt natürlich ist es auch nicht schön, keine Frage, aber ist jetzt besser als die anderen Sachen, was wir da alles gesehen haben. Echt krank, ey. Da sollten wir uns echt alle glücklich schätzen, dass wir hier gesund sind und ja, nicht sowas haben, definitiv, ey.